Und damit herzlich willkommen zurück zu Xhir Foundations hier auf meinem Kanal. Ja, die Mission ging ja etwas schief jetzt zuletzt. Oh, also kaum bin ich da, sehe ich, dass ich bei den Gottesreich von Paranit Rufstufe 10 erreicht habe. Das war ja das Mindeste, was ich machen wollte. Das heißt, da kann ich jetzt hin, um mich befördern zu lassen. Und dann kann ich auch für den Paraniden-Kampagne benötigten Nemesis Angreifer oder Verteidiger, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube Angreifer waren es. Bauen, die man bei dem Heiligen Orden eben nicht bauen kann. Da gibt es die andere Variante davon. Gut, ehrlich gesagt wusste ich, dass das jetzt kommt, denn ich war eben schon am Aufnehmen und ja, hatte schon circa 10 Minuten gespielt, also nicht ganz so arg weit. Und habe dann festgestellt, dass mein Mikro gar nicht angeschaltet war. Das ist natürlich sehr Nemesis. Unglücklich, sage ich jetzt mal, aber ja, irgendwas ist halt immer. So, genau, wir haben Nachrichten bekommen, genau, das sind jetzt die beiden Nachrichten, dass wir jetzt befördert werden können. Und hier ist die Einladung zur Beförderungszeremonie. Das machen wir natürlich noch nicht jetzt. Denn jetzt geht es natürlich auch erstmal darum, die Umbaumaßnahmen am Hauptquartier weiterzuführen. So, ein anderer Transporteur kann das selber machen mit den Hüllenteilen. So, damit es da wieder ein bisschen weiter vorangeht. So, und ich kann ich jetzt, helfen? Auf Wiedersehen. Genau, ich wollte benutzen, nicht reden, aber alles gut. So, dann docken wir mal ab wie gefordert. Sollte es auch gleich schon weitergehen. Das weiß ich nämlich. Ach, das ist ärgerlich. Aber gut, es waren Gott sei Dank nur 10 Minuten. Viel schlimmer wäre es gewesen. Vielen Dank, dass Sie überprüft haben, dass dieser Hinweis eine Sackgasse war. Es wäre zu riskant gewesen, einen unserer eigenen Agenten zu schicken. Aber wir mussten uns trotzdem sicher sein. Wir werden sicherstellen, dass wir Sie angemessen dafür entschädigen, dass Sie sich diesen Risiken ausgesetzt haben, sobald Sie Ihre Aufgabe abgeschlossen haben. Das Protektorat vermutete, dass da etwas nicht stimmte. Sie benutzten uns als Strohmann und wussten, dass nichts Greifbares zu ihnen zurückverfolgt werden konnte. Nun, da wir keine nützlichen Informationen erhalten haben, müssen wir dies aus einem anderen Blickwinkel angehen. Obwohl das Antigone Memorial System jetzt zur Republik Antigone gehört, unterliegt sein Hauptplanet Sandwell immer noch der argonischen Gerichtsbarkeit. Sandwell, so feindlich seine Umgebung auch ist, beherbergt das größte Datenarchiv der Argonischen Föderation. Der Zugriff darauf könnte strategische Informationen von unschätzbarem Wert zutage bringen. Es ist daher verständlich, dass die Sicherheit dieses unterirdischen Komplexes sehr engmaschig ist. Zum Glück müssen wir nicht auf das planetare Archiv selbst zugreifen. Nach unseren Berichten betreibt die Republik Antigone eine Relaisstation mit direktem Zugang zum Sandwell-Archiv. Sie wurde auf einem ungenannten Ort eingerichtet, um den Kontakt zwischen dem planetarischen Archiv und entfernten argonischen Flotten aufrechtzuerhalten. Sie werden uns helfen, diese Relaisstation zu finden. Dazu sind ein Sicherheitsentschlüsselungssystem zum Einhacken in argonische Systeme sowie eine EMP-Bombe und ein Raumanzug-Bombenwerfer erforderlich. Sobald Sie alle erforderlichen Dinge in die Hände bekommen haben, können wir die Belegschaftsdatenbank der Argonen manipulieren. Diese Sicherheitsentschlüsselungssysteme sind ziemlich selten. Manchmal kann man sie in den Trümmern zerstörter Schiffe finden.
oder selbst erstellen, wenn man die richtigen Ressourcen hat. Um eins herzustellen, benötigen Sie 5 AGI-Heuristik-Prozessoren, ein Entschlüsselungsmodul und eine Interface-Einheit. Seien Sie aber vorsichtig. Die meisten Fraktionen tolerieren Leute, die diese Art Hacking-Ausrüstung verwenden, nicht wirklich. Lassen Sie sich also nicht mit einer davon erwischen. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, sollten wir nicht erwarten, dass unsere terranischen Freunde uns hier draußen den Rücken frei halten. Ja, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsentschlüsselungssystem. Ja, haben wir jetzt ausnahmsweise nicht dabei, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich in meinem Depot welches habe, zu Hause auf dem Hauptquartier. Um jetzt den Satz zu beenden, bevor jetzt die Leia angefangen hat zu reden. Schlimmer wäre es ja gewesen, wenn ich jetzt schon 6-7 Folgen aufgenommen hätte und hätte dann erst gemerkt, Mist, da war ja überhaupt gar kein Ton dabei. Also kein Sprachton zumindest. Der eine oder andere mag sich jetzt denken, Mist, dein Gelaber geht mir sowieso auf den Keks, aber kann ich nur sagen, PP. So, wir teleportieren uns, weil das weiß ich, dass das geht, zurück auf die aufs Hauptquartier, das passt von der Entfernung. Erreiche wie gesagt, System, profitabler Handel. Hatte ich alles schon mal gespielt. Und daher weiß ich auch, dass ich auch genügend Sicherheitsentschlüsselungssysteme noch im Lager habe. Das Sicherheitsentschlüsselungssystem ermöglicht uns, auf die interne Belegschaftsdatenbank der Station zuzugreifen, um Jobangebote umzuschreiben. Wir wissen vielleicht nicht, welche Station als Relay fungiert, aber jemand, der auf der Gehaltsliste der Argonen steht, weiß es definitiv. Die Argonische Föderation würde die Wartung nicht an externe Dienste delegieren. Wenn wir also einen überzeugenden Notruf fabrizieren, wird Ihre Antwort uns den Standort der Station verraten. Ich sende jetzt die relevanten Informationen. Lassen Sie Dahl einen Blick darauf werfen. Wissen Sie, die Argonische Föderation hat einen Grund dafür, vorsichtig damit zu sein, den Standort dieser Relaisstation offenzulegen. Das Central-Archiv enthält wichtige Informationen zu argonischer Technik, Nachrichtenprotokolle, Gehaltsinformationen, Geschäftstransaktionen und dergleichen. Die Tatsache, dass diese Server im Raum der Republik stationiert sind, hatte mehr als einmal heftige politische Auseinandersetzungen zur Folge. Der Zugang zu dem Archiv dient nicht ganz als Mittel der Erpressung, aber dass die Republik Antigone seine Sicherheit und Datenintegrität garantiert, ist ein starker Anreiz für ein friedliches Zusammenleben. Sollten die Terraner es schaffen, die Sicherheitsmaßnahmen von Antigone zu durchbrechen, könnten nicht nur die erhaltenen Informationen zur Schwächung der Argonen verwendet werden, sondern die politischen Folgen einer undichten Stelle könnten möglicherweise sogar noch schädlicher sein. Also heißt das auf gut Deutsch, die Republik Antigone kann die Argonische Föderation so ein bisschen mit diesem Archiv erpressen, weil es halt in deren Hoheitsgebiet liegt. So würde ich das jetzt verstehen. Na gut, so, wir teleportieren uns jetzt erstmal zurück auf die Nexus Narnia. Erreiche System, Gezofone. Ich grüße Sie. Dann übernehmen wir mal das Steuer und fliegen jetzt zu einer Erzraffinerie, die liegt wo? In zweiter Kontakt. Okay, dann mal los. Eingeschaltet. Na gut, die Höhlenteile haben natürlich jetzt ein bisschen gelitten. So, wir brauchen noch 159 Nanotronik, das lässt sich machen. Und 584 Hüllenteile. Was war, Moment. 159, genau. Erreiche System, die Leere. Bestätigen.
Und dann machen wir einmal, das wird wahrscheinlich noch nicht ganz reichen. Na doch, 584. Hüllenteile und dann müssten wir es eigentlich haben, sodass Bob alles komplett fertig hat. Oder halt auch nicht, das werden wir dann sehen. Wir nehmen eine Mikrochip-Produktion, ist auch schon dran, das passt also. Sehr schön. Jo, dann läuft das im Hintergrund weiter. Das ist ja meines Erachtens ja einfach die Stärke dieses Spiels. Wie gesagt, deswegen sage ich ja immer wieder, das gibt es so in der Form, also kenne ich zumindest nicht, dass man halt hier so viele verschiedene Elemente miteinander verbinden kann. Natürlich sagt man immer, wenn man ein bisschen bösartig drauf ist, so jemand, der alles so ein bisschen kann, kann nichts richtig gut. Das mag sogar stimmen. Weil natürlich gibt es hier so eine Art Warenkreislauf. Aber so richtig komplexes Wirtschaftssystem in dem Sinne ist es halt auch nicht. Aber man kann zumindest sagen, es wird alles halt simuliert im Hintergrund. Ne? Also ich hatte es ja schon mal an anderer Stelle mal erwähnt, wenn es irgendwann mal aus irgendeinem Grund keine Hüllenteile-Fabriken mehr geben wird, hat das Universum ein echtes, echtes Problem. Ja, dann wird sich der durchsetzen, der halt die wenigsten Schiffe oder Stationen verliert, weil die anderen können halt einfach nichts mehr bauen. Ja, das ist halt dann leider das Ding. Also von daher, weil ich auch schon glaube, dass so ein bisschen natürlich auch in der Simulation im Hintergrund ein bisschen getrickst wird. Es wär komisch, wenn dem nicht so wäre. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde wirklich meinen zweiten Händler da mal zuweisen. Erreiche System. Weiter Kontakt. Jo, das sollte jetzt also passen. Er sollte jetzt alles fertig bauen können. Weil wir haben ja jetzt dadurch, dass wir auch die Produkte, die Zwischenprodukte freigestellt haben zum Verkauf, natürlich auch mehr Handelsangebote, die dann entstehen. Also macht es vielleicht Sinn, wenn ich da tatsächlich nochmal den zweiten zweiten Händler da engagiere. So. Autopilot ausgeschaltet. So, hier soll ich andocken, ne? Habe ich verstanden? Erzraffinerie. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. Wahrscheinlich muss ich jetzt das Sicherheitsverschlüsselungssystem benutzen. Das Terminal, nach dem Sie suchen, sollte sich im Sicherheitsbüro befinden. Wirkt aber halt auch noch so ein bisschen wie ein Tutorial halt, ne? So, Reparaturterminal soll ich hacken. Gut, da habe ich ja wie gesagt schon ein bisschen Übung. Auch diesmal ist wieder keiner drin. Sicherheitskonsole. Schildkontrolle, das ist mal wichtig. Der Reparaturterminal. Okay, wieder abdocken. Gute Arbeit! Ich kann sehen, dass die Reparaturanforderung in Ihrem internen System protokolliert ist. Aber damit es tatsächlich als Jobangebot registriert wird, müssen wir es erzwingen.
Aber zuerst verschwinden Sie von hier, bevor Sie entdeckt werden. Erstellen Sie dann ein Signal, das eines Ihrer Reparaturteams finden kann. Durch dieses Leck werden Sie auf das Jobangebot aufmerksam. Ja, dafür dann wahrscheinlich die MP-Bombe. Also, glaube ich zumindest. Sie. Erzraffinerie. Ah, das habe ich mir gedacht. Aufstehen. Nemesis, Verteidiger. Nutzen Sie nun einen EMP, um einen Bruch zu erschaffen, den Sie dann scannen. Ja, was? Oh, und stellen Sie sicher, dass keine Stationssicherheit da ist. Sie würden in Ihrem dünnen Raumanzug auseinandergerissen. Ach ja. Erzählen wir mal neue Dinge. Erzählen wir mal neue Dinge. Die Frage, muss ich an diesen Punkt ran? Schaut so aus. Kann ich da überhaupt dran? Wobei es ist egal, glaube ich, wo ich das mache. Ja, das ist einfach nur. Okay, das ist einfach nur hier das. Das Signal von der Station. Das ist also wurscht. Gehen wir schon mal in den. So, Bombenwerfer ist aktiv. Frage ist. Genau, die Raumflugs-MP, die will ich haben. Machen wir das mal daran. Zack. Raumanzugs-EMP. Ja, das ist wirkt wie halt so ein großes Tutorial. Dass man mal alle möglichen Spielmöglichkeiten gesehen hat. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn man einen anderen Spielstart nimmt. Weil ich glaube, das ist der Plot, den die Terraner bekommen, wenn man den Terraner Spielstart nimmt. Sie lassen sich besser zurückfallen, während ich die Sache zum Abschluss bringe. Ja, damit das schnell geht. Nemesis, Verteidiger. Ja, wir haben jetzt von dem. Ich grüße Sie. Ich sehe, dass die Dinge wie geplant verlaufen. Jetzt warten wir darauf, dass eine Reparaturmannschaft anbeißt. Leerer Raum. Ja, nebenbei haben wir jetzt ein Argon M Lager, Containerlager bekommen. Nebenbei, also ja, also ganz klar wirkt das eher so alles wie so eine Tutorial-Kampagne. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Also vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die ich auch noch nicht weiß. Da sind sie. Aus, als würden sie auf das Leck zusteuern. Eden, Angreifer. Die Datenbank hat gerade bestätigt, dass sie die Reparaturanforderung akzeptiert haben. Folgen Sie ihnen aus der Ferne. Dann führen Sie uns direkt zur betreffenden Station. Kommen Sie ihnen nicht zu nahe. Ja, die fliegen doch so nah an mir vorbei.
ich das mal so sagen darf. Wow, zurückziehen. Wenn sie sie erschrecken, war alles umsonst. Ja, ja, ist ja gut. Sind ja nun wirklich weit genug. Fast 14 Kilometer, hallo? Klar, dass sie durch das Tor fliegen. Erreiche System. Wenn wir zu weit weg sind, verlieren wir sie. Mich verarschen. Sieht aus, als hätte das Wartungsschiff gerade einen Satelliten abgeworfen. Am besten wegbleiben. Sie wollen schließlich nicht auf ihrem Radar landen. Ernsthaft. Nein, ein Xenon-Angriff. Kümmern Sie sich drum. Sie haben aber machen Sie schnell. Wir können es uns nicht leisten, das Wartungsschiff zu verlieren. Ich wollte gerade noch sagen, das fehlt jetzt noch, ein Xenon-Angriff, aber das ist wohl, gehört wohl dazu. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Was denkst du, was ich hier mache? Danke für Ihre Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Sprungtor, Antigone Memorial. Nutzlos. Ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Wenn wir zu weit weg sind, verlieren ja, wir sie. Bin doch schon da. Erreiche System. Antigone Memorial. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Angreifer. Hier bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen im System. Abstand zwischen sich und den Satelliten. Ja, eigentlich gefällt mir das überhaupt nicht, meine eigene
Fraktion hier so ein bisschen zu hintergehen und auszuspionieren, aber gut. Sieht quasi dann sowas wie ein Doppelagent. Gott, wo wollen die denn hin, um Himmels Willen? Ist da eine Station da hinten irgendwie? Bin ich ja schon. Ja, tatsächlich, hier kommen irgendwie ein paar Stationen. Wir sind sehr nah dran. Keine Ahnung, was der hier macht. Ach, der hat wieder einen Satelliten ausgeschmissen. Deshalb. Deswegen hat die ganze Zeit so komisch da rumgemacht. Ja gut, das erklärt es natürlich. Gut, wir warten noch ein bisschen, dann gehen wir auch wieder in Reiseantrieb. Was sei denn, der will sowieso hier an die Station hier vorne. Raumdock der Republik Antigone, das kann schon sein, dass wir hier richtig sind, dann. Wir wissen aber nicht, ob er hier landen will. Wahrscheinlich wird es eine kleine Überlänge geben bei dieser Folge, je nachdem, wie lange das jetzt hier dann noch dauert. Ah ja. Beeindruckende Arbeit, Agent. Jetzt haben wir die Bestätigung, welche Station Ihre Relay-Server beherbergt. Sie müssen noch an der Station abdocken und ein paar Aufklärungsarbeiten durchführen. Versuchen Sie, den Standort des Serverraums genau zu bestimmen. Aber gehen Sie unauffällig vor. Wird gemacht, Delilah. Außerhalb von Undock-Reichweite. Undock-Erlaubnis erteilt.
Boah, ist ja richtig voll hier. Richtig was angedockt gerade. Drei Cerberusse. Das dürfte ein Merkur von mir sein. Ja gut, da wir ja doch jetzt hier erfolgreich angedockt in Ruhe landen konnten, kann ich diese Episode dann doch wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ruhigen Gewissens beenden. Und in der nächsten Episode werde ich dann beginnen, den Serverraum zu suchen. Aber so wie ich die Situation einschätze, wird uns irgendein Raum in der Liste angeboten, wo wir reingehen kurz und das war's. Aber gut, werde ich gleich sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Kommentare, Likes, Abos und überhaupt, dass ihr dieses Video und auch alle anderen Videos bei mir guckt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao.